Ich würde nicht sagen, dass ich nicht mehr aussehe wie ich selbst, aber ich sehe auf jeden Fall 150 Mal sexier aus als das Original. Hallo, ich bin Bojana Kacarova aus Bulgarien, 34 Jahre alt und so etwas wie ein Reality-Star. Ich bin im bulgarischen Showbusiness ein recht bekanntes Gesicht, und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich absolut kein Blatt vor dem Mund nehme. Meine Mission ist es zu vermitteln, dass nicht alle Frauen in der Küche tough sein müssen. Ich zeige eine Frau, die Beef Wellington zubereiten kann, einen 4-Pfund-Fisch schlachten und ein gekochtes Huhn häuten kann. Und das mit meterlangen Fingernägeln, einem Kilo Busen und einer neuen Nase. Und dabei noch nach teurem Parfum riecht und Versace trägt. Das ist kein Problem. Das hier war ein absolutes Abbruchhaus. Dieses schöne restaurierte Gebäude war vor 150 Jahren das erste Großstadtbordell. Ich konnte die Eigentümer überzeugen, mir diesen Ort zu überlassen, damit ich ihn renovieren und zum ersten Kunstclub Bulgariens machen kann. Das ist unser Konferenzzimmer. Country Conversation Pit. Hi Girls. Hi Mädels. Hier halten wir unsere erotischen Salons ab. Hi Girls. Und jetzt kommen wir mal zur Sache und ich zeige euch, wo die Magie passiert, nämlich in meiner Küche. Girls. Entschuldigung, können Sie uns ein paar Shots geben? Hier habe ich vor 2 Jahren erkannt, dass ich mit meiner Küche Geld verdienen könnte, indem ich drittklassige kulinarische Filme drehe. Das ist unsere ursprüngliche Inspiration. 3 Stunden hatte ich Zeit, mich vorzubereiten. Lass uns die Schweinshaxe fertig machen. In meinen Videos geht es nicht in erster Linie um das Kochen selbst, sondern darum, was in meinem Leben bisher passierte. Das ist das Hauptthema jedes Videos. Das Kochen läuft meist nur nebenbei. Das Essen sollte guter Standard sein, aber worauf die Leute eigentlich achten, ist, ob du ihnen Emotionen lieferst. Ich hatte meine erste Schönheits-OP, als ich anfing, Kochsendungen zu drehen. Damals sagte ein Kameramann: Mann, ich kann aus diesem Winkel einfach keine guten Aufnahmen machen. Und ich habe ihn gefragt: Warum? Was ist los, Wanka? Und er sagte: In diesem Winkel hast du ein Doppelkinn. Das Erste, was ich gemacht habe, war, mein Doppelkinn zu entfernen. In der 8. Klasse hatte ich einen Unfall beim Volleyballspielen mit einem Klassenkameraden. Willisa, das ist für dich. Beim Volleyballspielen hat er mir die Nase gebrochen. Dann beschloss ich, eine Nasenkorrektur zu machen. Das ist eine der besten Nasen, die ihr je sehen werdet. Und dann kam der logische Schritt: Brüste vergrößern. Warum sollte ich jetzt überhaupt noch ein Oberteil tragen? Vor allem vor wichtigen Treffen. Und jetzt zum Geschäft. Ich werde dich untenrum plastisch operieren lassen und du wirst nie wieder bellen. Wir werden deine Stimme verlieren. Das Wichtigste ist eigentlich, Mitglied im Club der Selbstliebe zu sein. Wenn man sich selbst liebt, sind äußere Korrekturen nur ein Bonus. Weil du ja bereits strahlst und das ist attraktiv. We don't chase, we attract. Die Schönheitsstandards in Bulgarien sind die folgenden: 90-60-90, gutes Mädchen, gehorsam und wenn möglich ohne Hören, noch besser. Hier ist es leider so, dass eine schöne Frau jemandem gehören muss, das Mädchen eines Mannes sein. In Bulgarien wird man nicht ermutigt, eine super sexy Frau zu sein, selbst wenn man den Mut hat, seine eigene Show zu veranstalten.
Fast nie geht es darum, was eigentlich zu dem Moment führt, in dem man das Geld verdient. Dieser Moment bleibt irgendwie in der Grauzone verborgen. Ich kann leicht über alles reden, was in meinem Leben passiert, aus dem einfachen Grund, dass ich die Dirigentin von allem bin, was in meinem Leben passiert. Ich zahle sozusagen meine Beiträge. Ich meine, ich verdiene mein Geld nicht mit Ficken im Grunde genommen. Gute Arbeit, Leute. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Warum bist du glücklich? Weil die Leute Schlange stehen. Ich bezeichne mich sicher nicht als Feministin, denn die meisten Frauenthemen interessieren mich nicht. Die weibliche Mentalität nervt mich. Mein engster Kreis besteht aus einer Frau und 10 schwulen Männern. Darf ich vorstellen? Africa Benediction und Enigma. Hallo! Meiner Meinung nach sind die Schönheitsstandards in Bulgarien sehr verzerrt. Die Menschen sind daran gewöhnt, verschmierte Frauen zu sehen, mit viel Make-up und Filtern. Und sie versuchen im echten Leben genauso auszusehen. Aber das ist unmöglich. In Bulgarien ist es jetzt sehr trendy, dass Mädchen so aussehen. Ich meine, mit so viel Make-up, was nicht normal ist. Wir schminken uns für die Bühne, ziehen Bühnenkostüme an und so weiter. Im Alltag kann man so nicht rumlaufen. Aber immer mehr Mädchen laufen so draußen rum, was für mich absurd ist. Wenn ich den Mädchen, die das hier sehen, einen Rat geben kann, seid ein bisschen mehr ein Mann, der in einem sexy Frauenkörper steckt. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich mache weiter mit dem, was ich tue. Ich beherrsche mein Handwerk und ich gehe meinen Weg nach meinen Regeln. Sieht man mein Doppelkinn? Du hast kein Doppelkinn. Ach stimmt, ich habe ja keins.